Hey zusammen, willkommen zu einer weiteren Runde GTA 4. Ich habe mir jetzt den Native Trainer installiert, sprich ich kann jetzt noch viel, viel schneller und viel, viel toller cheaten. Moment, ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Ich porte mich jetzt einfach mal direkt zur Schaukel. So geht das Ganze doch viel schneller und ich kann noch viel, viel effektiver wegfliegen oder halt irgendwelche Sachen spawnen und zeigen. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Oh, der Name des Trainers ist auch in der Videobeschreibung. Einfach danach googeln, falls ihr das haben wollt. Das wird richtig geil. Jetzt kann ich hier endlich immer wieder so schnell wie möglich einfach zur Schaukel hin. Doof, voll langweilig. Geht da direkt wieder rein. Das erspart so viel Zeit, Leute. Das ist echt unglaublich. Oh, komm schon, einmal richtig wegfliegen. Und mit richtig wegfliegen meine ich am besten über ein paar Häuser drüber. Komm, komm, los. Go, go. Jetzt mach. Komm schon. Die Leute wollen es sehen, die Leute wollen es sehen. Ja, oh, doch nicht so was Langweiliges. Das kannst du mir doch nicht antun. Warte mal, wir packen hier mal rückwärts ein. Komm, go, go, go. Ich könnte mich gleich, yay, auch einfach unsterblich machen. Ich denke mal, das geht hier auch. Bei den ganzen Einstellmöglichkeiten. Und dann einfach mal gucken, dass ich hier mich irgendwie dranhänge oder so. Ich kann ja mal kurz gucken. Können wir auch direkt jetzt schon machen. Da will ich mich nicht importen. Mit dem Handy will ich auch nicht rumspielen. Och, ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Was? Pet Spawning? Mission Model Spawning? Multiplayer? Ne, das lassen wir alles lieber mal. Nachher mache ich irgendwas falsch. Time, Weapon, Options vielleicht. Ah, Always God Mode on off. Okay, ich bin jetzt unsterblich. Und dann können wir Gravity on off. Lol. Warte. Und? Hä? Ah. Yay! Nein! Nein! Oh, nein. Hä? Es muss erst wirken, oder was? Ey, richtig geil. Kann ich einfach die Bullen wegmachen. Car-God-Mode gibt's auch. Können wir auch direkt mal anmachen. Das nervt sowieso nur. Dann, ja, reicht das erstmal. Dann gehen wir jetzt hier auf jeden Fall zurück. Zack. Porten uns dann direkt wieder hier hin. Ey, the fuck? Jetzt sag mir nicht, der hat... Okay, hupsala, ich habe aus Versehen Gravity ausgemacht. Ah ja, jetzt geht's. Okay. Teleporting. Zack. Und da sind wir. Dann hängen wir uns einfach mal dran und gucken, dass wir wegfliegen. Ich hoffe, das Menü stört euch nicht. Ich will das eigentlich immer offen haben, damit ich... komm, komm, go, go, go. Ja. Dass ich eben direkt wieder weiter cheaten kann. Komm schon. Also hier fliegt man wirklich sehr weit weg. Das Problem war eigentlich immer nur, dass ja, man sofort tot ist. Sobald man davon irgendwie erwischt wird. Komm. Ah. Er wird wohl immer peripher leicht davon getroffen und dann... Dann kann er sich nicht mehr halten und... Dann muss ich wieder springen. Komm. Da hoch, los. Go. Peitsch mich aus. Geiles Standbild. Was ist das denn? Sah ja geil aus. Komm. Ach so, ups. Komm. Hier hin. Dann darüber. Ich glaube, so wird das nichts. Er will einfach nicht. Er will einfach nicht, dass ich euch zeige, wie ich hier wegfliege. Das ist echt so ätzend. Komm. Go, go, du bist doch schon in den... Da peitscht er mich nur aus und wirft mich nicht weg. Ich krieg zu viel. Los! Nein, nicht dahin springen. Diese schwammige Steuerung gerade, ne? Ist echt unglaublich. Komm, go, go. Ja! Hui, yay! So, statt geil! Hä? Okay. Was war das denn?
Ja. Okay. War ein bisschen verbuggt. Aber was soll's. Wir sind geflogen. Komm. Go. Ah. Das Coole ist halt, ich muss nicht immer panisch gucken, dass ich jetzt überlebe. Muss dann nicht mehr hier hinfahren. Wir haben ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und das nicht geil ist? Ich will jetzt nur einmal halt, deswegen hänge ich mich da die ganze Zeit wieder dran, einmal richtig krass wegfliegen. Das habe ich bis jetzt in keiner Aufnahme geschafft und ich habe schon, weiß nicht, 5, 6, 7 GTA-Videos hochgeladen. Oh, lass dich doch nicht wegmobben. Und dann probieren wir mal, weiß nicht, dann gehe ich vielleicht jetzt gleich auch noch irgendwie mit einem Heli auf Achse und springe dann einfach mal von ganz oben nach ganz unten oder so. Da gibt es eigentlich noch mehrere Möglichkeiten, die uns offen stehen. Jetzt noch offener als jemals zuvor. Jetzt nicht schaukeln! Oh, Nico! Komm, go! Jetzt lass dich wegpeitschen! Der will einfach nicht. Nö, okay, okay. Du willst halt nicht. Lass du dich mal weiter auspeitschen, ist okay. Warte mal, dann gehen wir jetzt mal hier hin, mal gucken, ob das hier... Ach, ah, diese Steuerung. Ab nach oben. Einfach, ich warte jetzt einfach. Einfach da dranhängen und dann gedulden. Er muss nur einmal etwas stärker ausholen und mich dann natürlich auch treffen. Los jetzt, go! Was? Nein! So wird's da keine Fratze ziehen da oben. Lass dich doch einfach wegfliegen. Komm. Du willst es doch auch. Jetzt komm. Du bist schon unsterblich. Dir kann nichts mehr passieren. Jetzt flieg. Flieg einfach. Ich glaube, das Teil hängt irgendwie. Na. Gehe ich halt wieder zu der anderen Schaukel. Die hier die ganze Zeit schon rumturnt. Wie man nur... Wow, yay! So macht das Spaß! Alter. Komm, wo lande ich? Hui! Bam! Das tut mir leid. Ja, cool. Okay, dann gehen wir nochmal eben hier mit dem Wagen da rein. Und dann können wir nochmal ganz kurz mit dem Heli eine Runde fliegen. Ihr könnt, wie gesagt, gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, was ich noch so machen könnte. Besonders jetzt eben mit den neuen Möglichkeiten. Viele von euch kennen diese Cheat Engine, nenne ich es jetzt einfach mal. Wahrscheinlich viel, viel besser als ich. Ich habe das jetzt gerade installiert. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich jetzt damit agiere. Deswegen dementsprechend könnt ihr da wahrscheinlich krassere Empfehlung aussprechen. Komm! Go! Warum ist der Wagen eigentlich kaputt? Ich hab doch meinen Wagen unsterblich eingestellt, oder nicht? Hui! Boah! Alter. Ja, toll. Hauptsache... Hauptsache, der Wagen fliegt weiter weg. Nein! Cool. Feuerleiter. Nice. Ey. Und im nächsten Part werden wir das dann so machen, dass ich einfach mal die Gravitation ausstelle. Und mich dann aus dem Flugzeug werfe und dann gucken wir mal, was passiert, weil das, ich habe da ja dann auch eine gewisse Geschwindigkeit auf Lager. Ist bestimmt witzig. Car Spawning. Admiral. Bulanz. Was gibt's denn hier noch? Emperor. FBI. Ne, das war Pfälzer jetzt. Ah, Carspawn, Firetruck. Gibt's ja mal irgendwo was zum Fliegen? Alter, was ist das denn? Oh, ein Bus. Ach, da ist er doch. Okay. Dann fahren wir nochmal kurz eine Runde, damit wir hier von der Überbrückung wegkommen. Ach, was soll ich einfach probieren? Wow! Ja, nice. Okay, so geht's schon eher. So geht's schon eher, Alter. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so optimal, dass die Steuerung des, nein! Nein! Oh Gott. Dass die Steuerung des
Wagens da ist, wo ich auch diese Cheat-Scheiße hier benutze. Ey, das ist ja richtig krass. Warte mal, machen wir einfach mal so. Nein, er muss erstmal angehen. Geil. Okay, geschafft. Machen wir das mal aus. Oder auch nicht. Egal, so reicht ja. Dann fliegen wir nach oben. Machen hier die Scheiße. Okay, jetzt ist es weg. Gut. Und dann krachen wir uns nochmal eben da raus. Jump eine Runde. Nur wogegen? Soll ich einfach mal gegen das Gebäude da klatschen? Ja, komm. Komm. Ich muss sagen, ich freue mich schon drauf, dann beim nächsten Mal mit der Gravitation ein bisschen rumzuspielen. Ja, warte mal. Vielleicht auch so, dass ich irgendwie voll krass auf der Straße lande. Nein! Nein! War zu früh, oder? Oh, 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 oh. Treff ich. Komm. Na, ah, war das knapp. Verdammt. Ach, guck mal. Er steht einfach wieder auf. Was ein Scheiß. So, habe ich irgendwelche Waffen? Nee, habe ich gar nicht. Nein! Nein! Oh, da ist gerade die Aufnahme abgebrochen. Aber egal, ich wollte jetzt sowieso aufhören. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Wäre wie immer natürlich nett, wenn ihr diese Aufnahme hier bewerten könntet. Bis dann. Tschüss.